Wir haben in den letzten 2 Jahren Unglaubliches erlebt, keine Frage. Wir waren extrem, extrem erfolgreich und manchmal, klar, kommst du auch so ein bisschen ins Träumen und denkst, ist das alles, stimmt das alles? Aber ich kann dir nur eins sagen, bei Bayern kommt man ganz schnell wieder in die Realität. Das Anspruchsdenken ist hoch, die Dynamik im Club, ja, ich will schon fast sagen extrem, aber ich finde das gut und das ist eben die Herausforderung, gerade auch in der jetzigen Situation und ja, mit gewissen Überlegungen und Aussagen in die Realität zurückkehren nach der Weltmeisterschaft. Inhaltlich kann ich nur sagen, ja, wir wollen wieder alles gewinnen, was es zu gewinnen gibt. Das können Sie auch anders gar nicht den Spielern irgendwo mitteilen, wenn man sich mit ihnen unterhält. Das ist auf der einen Seite die Schwierigkeit bei uns, auch in der Kadergröße, aber auf der anderen Seite auch das tägliche Miteinander ist eben getrieben. Ich glaube, dass es wichtig ist von den Verantwortlichen, ob man sich dabei immer beliebt macht oder nicht. Das ist mir eigentlich egal. Aus einer gewissen Konstellation der Euphorie, das will ja jetzt gar keiner hören, in die Realität zu kommen. Und die Realität ist das, was Sie gesagt haben, dass es schwierig ist. Die Schwierigkeit, mit der Situation umzugehen, ist nicht die Schwierigkeit, sondern die Schwierigkeit ist, dass es möglicherweise Konsequenzen ergeben kann, die hast du dann nicht mehr, die hast du dann nicht mehr im Griff. Und das ist dann auch für uns ein Problem. Und ich kann Ihnen nur sagen, dass ich eben auch gespürt habe im letzten Jahr nach der Meisterschaft, die wir dann so früh wie noch nie hatten. Dann hatten wir auch so ein bisschen Leerlauf. Dann kam die Champions League-Geschichte. Dann sind wir gegen Real Madrid, das hat uns wehgetan, so ausgeschieden. Und in der Phase bis zum Pokalfinale, obwohl zu dem Zeitpunkt 7 Titel in 2 Jahren da waren, hast du gespürt, auch in München und im ganzen Umfeld, was es eben bedeutet, nicht erfolgreich zu sein. Und ich vergesse eben solche Phasen nicht und weise jetzt darauf hin, wir haben ein sehr, sehr schweres Auftaktprogramm, das muss man klar sagen. Und dementsprechend muss es uns gelingen, die im Leistungssport relevanten Themen, wie dann auch einen Aufbau für eine Saison, gut zu mixen und zu mischen. Und dabei können eben Schwierigkeiten entstehen, die dann auch begründet ist, wer sich im Leistungssport ein bisschen auskennt, die wir möglicherweise nicht unter Kontrolle haben. Das ist der Punkt, der mir Sorgen bereitet. Ansonsten vom Hunger und der Art und Weise werden wir eine gute Mentalität haben. Davon bin ich überzeugt. Und wir werden auch in ein paar Tagen hin für Aufbruch sorgen. Aber Sie können ja nicht auch zwischendurch und ach, es ist alles super. Nur eine Woche bis zum Supercup, das ist die genau ideale Vorbereitung. Also, da müssen Sie einen anderen Mann holen, der dann irgendwie so ein Zeug erzählen soll. Das ist ja irgendwo nicht realistisch. Und ich hoffe einfach, dass, also damit macht man sich nicht grundsätzlich beliebt, weil man muss ja in die Euphorie, dass hier alles prima und rosarot und Blümchen alles irgendwo ist. Das ist es eben nicht bei uns. Das heißt aber nicht, dass man das nicht hinbekommen kann. Ich habe lediglich in der Realität und im Inhalt ein bisschen darüber geredet. Ich hatte jetzt auch einen für mich sehr, sehr guten Mann geholt, der unter diesen strategisch leistungsentwicklungstechnischen Gründen auch gut ist. Und wenn man sich mit solchen Leuten eben unterhält, und wir haben alle Fußball gespielt, braucht man einfach ein gewisses Maß an Zeit, obwohl sich die Inhalte auch ein bisschen verändert haben. Und das haben wir nicht, aber wir weisen lediglich darauf hin zu einem gewissen Zeitpunkt. Und irgendwann ist es auch kein Thema mehr, weil wir auch das Alibi wegnehmen wollen, weil es ist dann auch kein Alibi, man kann damit umgehen.